Defiance Bay, the city at the heart of the Deerwoods Revolution, now seems on the brink of another. Refugees line the streets, homeless and hungry, displaced by White One's legacy, hoping for relief within the city walls, and finding none. Dissidents congregate to protest and to heckle, calling for an end to Anomancy and the ouster of their duke. The city's militiamen cast fearful looks as they patrol the streets, their hands trembling at the hilts of their weapons. The capital of a country that had not long ago incinerated a god now appears to be a spark away from sharing the deity's fate. Sehr ermunternd. Also ja, ich hoffe, das hört bald auf zu laufen, dann kann ich es nämlich scrollen. Kann ich scrollen? Nein. Nee. Tut mir leid, dann müsst ihr das selber lesen. Weil ich dachte, ich könnte es irgendwie scrollen. Aber ja, der letzte Absatz. Die Hauptstadt eines Landes, das vor nicht allzu langer Zeit einen Gott verbrannt hat, scheint nun einen einzigen Funken davon entfernt zu sein, sein Schicksal zu teilen. It used to be a lot less of a mess. Die Beseeler haben göttlichen Zorn über uns alle gebracht. Aber der Duke und seine Lakaien von den spätzigen Rittern unternehmen nichts. Oh, hier gibt's was. Dürfen wir zulassen, dass diese Gräueltaten weiter umgehend fortgesetzt werden? Nein. Also das hier ist Rowan von den Dutzenden, von denen wir gerade gehört haben. Und ja, Fuchs und Gans wäre das schöne Lagerhaus. Hier würde es zur Weltkarte gehen. Das wäre der Nordausgang eigentlich. Also hier über die Magma-Brücke, die eigentlich immer noch kaputt sein müsste. Farnheim, Urfeuer. Alle der aufgedeckten Geheimnisse, Schreiber, Lumdallas Haus, Ponix Haus, Marktplatz. Also ja, so die öffentlichen Häuser können wir uns mal ansehen. Also erstmal hier in der Stadt rumlaufen und alles. Und uns die Expeditionshalle und die Halle der aufgedeckten Geheimnisse ansehen. Und natürlich im Fuchs und Gans ein Schläfchen machen. Und gucken, was wir so erfahren. Also wir wissen schon mal, dass wir nach Urfeuer müssen erstmal. Aber vorher will ich mal mit Rowan reden. Greetings. Rowan beobachtet die versammelte Menge mit verschränkten Armen und zusammengekniffenem Mund. Er sieht aus, als wäre bereit für einen Kampf. Er mustert dich. Neu in der Stadt, was? Du kommst in angespannten Zeiten nach Trutzbruch. Die ganzen Leute fliehen von der Grenze und stellen fest, dass das Vermächtnis hier nicht besser ist. Es sind die Beseeler, möge Magran sie verbrennen. Und die nisten sich in dieser Stadt ein wie Ratten. Was tust du hier draußen? Er deutet auf die Menge, deren wütendes Gemurmel die Luft sirren lässt. Ich versuche, die Leute zur Vernunft zu bringen. Wir stecken inmitten einer Krise und anstatt unsere Stadt von den schändlichen Kräften zu befreien, gewährt der Duke den Beseelern gefährliche Freiheiten. Was weißt du über die Beseelung? Sie beschäftigt sich mit dem Studium und der Manipulation von Essenz, was wie jeder mit einem Funkenverstand weiß, den Göttern vorbehalten ist. Die Edyra waren zumindest so klug, sie zu verbieten, was aber auch das einzig Gute ist, was sich über sie sagen lässt. Sie ist nicht wie die Magie, das Zaubern oder das Seelenlesen, das ein Medium betreibt. Es gibt die Beseelung seit antiken invitalischen Zeiten, weshalb diese Beseeler auch oft mit alten invitalischen Artefakten herumhantieren. Kana erhebt die Faust, um unauffällig hineinzuhusten. Nichts als Halbwahrheiten, aber er spielt es gut, das muss man ihm lassen. Er schüttelt seinen Kopf. Das Problem ist, bei der Hälfte der Artefakte haben die Beseeler keinen Schimmer, was sie eigentlich bewirken, was sie nie zugeben würden. Unser nachdrücklicher Freund hat zumindest in einer Sache recht. Erzähl mir von den Dutzenden. Er tippt sich auf die Brust. Wir sind eine Organisation interessierter Bürger, die Trutzbruch befreien möchten. Von dem gefährlichen Einfluss der Beseeler und von der Tyrannei der Aristokraten, die sie unterstützen. Außerdem sehen wir uns als eine Art Miliz, da die Schmelztiegelritter kaum noch mehr sind als ein paar scharprallerische Jungadels. Diese nutzen sie genauso wie eine Miliz, nur ohne Ausbildung und Disziplin und Ehrenkodex.
Seine Augen leuchten und wir vergrößern uns laufend. Je mehr Leute unserer Meinung sind, desto besser für das Land. Wenn du mehr hören willst, komm doch einmal in Admets Lager vorbei, der Expeditionshalle. Dort gibt es viele Freigeister, die bei diesem ganzen Unsinn entlarven können, denn die Adligen und die Beseeler glauben machen, den uns die Beseeler glauben machen wollen. Für motivierte Abenteuer gibt es vielleicht sogar bezahlte Arbeit. Ich möchte mehr über Trussbucht wissen. Seine Augen funkeln schelmisch. Ja, im guten alten Edir sagen sie einem bestimmt nichts von der Kolonie, die Hadrets Dienstmädchen vermöbelt hat. Was? Das ist die Hauptstadt des freien Palatinats des Dürrwalds. Zunächst waren wir die Hauptstadt einer edirischen Kolonie, aber wir haben das schlaffe Zepter von 150 Jahren hinausgeworfen. Vor 150 Jahren. Wir sind heute ein wichtiger Hafen, der Waren und Besucher aus aller Welt empfängt. Aber wir, oder zumindest einige von uns, möchten uns den Pioniergeist beibehalten, der uns vor 150 Jahren die Freiheit gesichert hat. Die Stadt ist in 5 Bezirke aufgeteilt. Kupferweg, Urfeuer, Ondras Geschenk, Farnheim und Erbhügel. Er zählt die Bezirke an seinen schwelligen Fingern ab. Ich möchte was über den Kupferweg wissen. Das hier ist Kupferweg. Er stampft mit einem abgewetzten Schiefel auf die Pflastersteine. Es ist hauptsächlich ein Marktviertel, aber etwas nördlich von hier liegt auch die Expeditionshalle, wo man sich Ausflügen in die Wildnis anschließen kann. Dort treffen sich meine Mitmärtyrer von den Dutzenden und ich auch mit anderen besorgten Bürgern. Er deutet auf ein langes Gebäude mit einer Kuppel, das westlich und nördlich von eurem Standort liegt. Und das ist die Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Gruseliger Ort, wenn du mich fragst, aber sie haben die größte Bibliothek im Dürrwald. Kanna lacht, gruselig. Oh ja, vielleicht wäre das nicht so, wenn mehr Gestandene sich hineinwagen würden. Vielleicht sollten wir die Halle einmal besuchen, Talisa, und herausfinden, was dort für Geheimnisse aufgedeckt werden. Ich möchte etwas über Farnheim wissen. Ein angewidertes Geräusch raschelt in seiner Kehle. Die Adligen, die nicht zurück nach Edir segelten, ließen sich dort nieder. Der Stammbaum der meisten Familien dort reicht zurück bis in die alte Kaiserzeit. Abgesehen von vielen abgehalfteten Adligen findet man dort auch das Haus Hadret, wo Lady Webb und ihre Spione operieren, und das Sanatorium von Farnheim, den obersten Pfuhl der Beseelung in der Stadt. Er spuckt auf die Pflastersteine. Ich möchte mehr über Urfeuer wissen. Die Revolution hat dort begonnen, daher der Name. Heutzutage ist der Bezirk voll Politikern und Lobbyisten. Aber wir werden ihn eines Tages zurückerobern. Dort findest du den Palast des Dux, die Valianische Botschaft und Burg Schmelztiegel. Er schüttelt seinen Kopf. Die Schmelztiegelritter waren die ursprünglichen Freiheitskämpfer in Trutzbucht, aber heute sind sie nur noch alte Faue, die auf schmucke Titel aus sind und den Kopf im Hintern stecken haben. Es gibt dort auch einen alten Tempel von Voidika. Wir sorgen dafür, dass er immer schön hübsch aussieht. Er zwinkert dir zu. Sag mir was über Ondras Geschenk. Der Name kommt daher, dass das Land früher ein Sumpf war, der in kaiserlichen Zeiten trockengelegt wurde. Heute ist es ein zwielichtiger Bezirk, in dem sich Matrosen, einfache Leute und jede Menge Schurken tummeln. Aber man kann sich dort auch prächtig amüsieren, wenn man weiß wo. Er zwinkert dir zu und stößt dich mit dem Ellbogen an. Wenn du einmal dort bist, geh in den salzigen Mast. Ansonsten gibt es dort fast nur Lagerhäuser und verlassene Wohnhäuser. Ich möchte etwas über Erbhügel wissen. Er zittert. Früher war das einer der vornehmsten Bezirke der Stadt. Die Helden der Revolution ließen sich dort nieder, neben einem uralten ingvitanischen Turm und dem städtischen Friedhof. Es gab die beste Aussicht in ganz Trutzbucht. Heute zieht die Gegend eher reiche Leute an, viele Beseelergönner. Er spuckt aus, er blickt auf die Menge und senkt seine Stimme. Du hast es vermutlich noch nicht gehört, aber vor einigen Monaten ist so etwas passiert. Die Behörden haben den ganzen Bezirk abgeriegelt und sagen nichts, aber ich wette, dass die Beseelung schuld daran ist. Reden wir über etwas anderes. Was willst du wissen? Gerade nichts mehr. Leb wohl. So, Protestlerinnen, Protestler, ein Flüchtling. Fuchs und Gans, ja. Da wollen wir rein. So, Schauspielerin und Stammgäste. Willkommen in Fuchs und Gans. Danke. Leibwächter Edelmann. Dieser elende Bastard. Okay. Auf der anderen Seite des Vorhangs diskutiert ein Zwerg und eine Orleaner über Philosophie.
Schauspieler und Kaufmann. Das Gemälde stellt klaffantanische Ruinen dar. Die Leinwand wurde von einem talentierten Amateur mit groben Pinselstrichen bearbeitet. Also ja, klauen werden wir nicht. Wie sieht eigentlich unsere... Wohltätig, schlau, stoisch, diplomatisch, leidenschaftlich, ehrlich. Mhm. Ja, damit komme ich gut klar. Was ich auf gar keinen Fall werden will, ist halt täuschend und grausam oder aggressiv. Okay. Rasten wir jetzt erst einmal. Es gibt sogar einen Weg nach oben. Da können wir uns dann auch noch umgucken. Klauen will ich definitiv nicht. Der Pest dieses Gedächtnisses ist voller Staub und Morden. Auf der Plakette unterhalb der Bestie steht Meidenfall. Mhm. Errol von Levi starte ich auf rätselhafte Weise aus dem Gemälde heraus an. Und ja, ja, ich wollte Sagani ja eine bessere Rüstung geben. Eine gute Robe bringt es nicht so sehr. Ach, sie trägt eine gute Fellrüstung, okay. Ne, eine gute Brigandise wäre Overkill für sie. I'm here. How do you do? Der Mann hinter den Tresen ist beinahe so groß wie eine Mauna. Ein Griff ragt hinter seinem Rücken hervor und sein Gesicht ist permanente stoische Stirnrunzeln. Er nickt gleich zu. Kommst du zum Trinken? Vor dir steht ein winziger Sinnkelch. Er dreht ihn in der Hand, trinkt aber nicht daraus. Ist recht viel los hier. Das Gasthaus wurde in der Frühzeit der Unabhängigen des Dürrwalds gegründet, von einem reisenden Gelehrten namens Errol von Levi. Er wollte einen Ort schaffen, an dem Gestandene jede Herkunft sich versammeln und über die Belange ihres neuen Landes sprechen konnten. Er legt seine Ellbogen auf das polierte Holz des Tresens. Es dauert nicht lange und es war hier gerammelt voll. Adlige aus Farnheim diskutiert mit Dockarbeitern aus dem Geschenk, während Soldaten mit Politikern zankten. Die Dürrwälder sind nicht dafür bekannt, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Er trinkt aus dem winzigen Kelch. Was ist dann passiert? Bald kamen auch Gestandene von den Höfen und aus den Siedlungen. Er deutete auf die Tür, als wolle er damit rechnen, dass eine große Menschenmenge hineingetorkelt kommt. Das Gasthaus wurde unter valianischen Matrosen noch beliebter als der salzige Mast, und das war das Problem. Er leert einen Kelch, was die Leute auch über Toleranz und Streitkultur sagen. Irgendwann kommt jeder an seine Grenzen. Errol fand sich plötzlich auf der falschen Seite eines Streits mit dem falschen Thane wieder. Und als einige Tage später spurlos verschwand, sagten manche eben, dieser Thane sei daran schuld. Er zog die Schultern und hielt die Hände breit über den Tresen, während er den Raum überblickt. Aber Errol wusste, aus welcher Richtung der Wind geweht kam. Wenn du mich fragst, ist er aus der Stadt verschwunden, hat sich irgendwo versteckt und gehofft, dass vernünftige Köpfe sich in Trutzbuch durchsetzen. Er grinst schief. Wenn er es jetzt nur sehen könnte. Erzähl mir etwas über dich. Ich heiße Bischof, war früher gelehrter Berats, jetzt bin ich Wirt im Fuchs und Gans und sorge dafür, dass niemand Ärger macht. Er bewegt sich ein wenig und du siehst einen Kriegshammer, den er am Rücken trägt. Was gibt es da sonst noch zu sagen? Wie bist du vom Geistlichen zum Wirt geworden? Die Reise ist nicht so lang, wie man denkt. Es fing mit den Hohlgeburten an und damit holt eine schwarze Flasche von unter dem Tresen hervor und füllt den Zinnkelch. Es war der Sohn meiner Schwester, er nimmt einen Schluck, ganz am Anfang vom Whitewinds Vermächtnis. Er war einer der Ersten. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihm noch so viele, dass nach ihm noch so viele kommen würden. Targaryen sind Teil des Kreislaufs, doch auf sie folgt die Wiedergeburt. Und doch trauert jedes Jahr mehr Eltern um ihre hohlgeborenen Kinder und die Götter blieben stumm. Das ist hart. Er lehnt sich nach vorne, die Arme auf den Tresen verschränkt. Berat verspricht die Wiedergeburt, Kreisläufe, aber der einzige Kreislauf, den ich finden konnte, war dieser hier. Er klopft auf den Tresen. Trinken und noch mehr, bis ich nicht mehr wusste, wie ich überhaupt nach Hause gekommen bin. Aufwachen, wiederkommen. Schließlich wachte ich eines Tages auf und meine Familie hatte die Sachen gepackt und war fort. Vielleicht waren sie schon seit Tagen weg und ich hatte es nicht gemerkt, aber sie waren weg, also kam ich her. Seitdem habe ich mich gebessert, nicht, dass ich meine Antworten gefunden hätte. Er leert den Kelch. Ich habe nur aufgehört, Fragen zu stellen. Ich bestelle ein paar Erfrischungen. Okay, ja, wir können Rastvorräte. Einen gelben Labrador, den kaufe ich gerne. Gut. Essen. Rauteigkekse.
Verfassung Wahrnehmung für 3 Minuten. Aber rasten wir jetzt erstmal. Die Preise sind in Ordnung. Athletik, Mechanik, Fernkampfgenauigkeit, Gewandtheit, Überleben, Verteidigung. Verteidigung bei. Ich finde es immer schlimm, dass hier abgeschnitten ist. Gemeinschaftsraum, Intellekt, Wissen, Wahrnehmung, Entschlossenheit finde ich jetzt gerade irgendwie am passendsten. So. Und ich würde sagen, damit speichern wir hier auch erst einmal. Das wäre jetzt Let's Play 08. Let's Play 008 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.